right now. And the next, we turn right again and prepare. Look inside mirror, outside mirror, indication side look. A little bit slow now, no? Prepare this, no? I want to make it again and we turn right, please. Turn right. Yeah, really important and interesting. Cars are coming. Okay. It's a narrow road. Look in the mirror. Move your head a little bit. And we turn right again. Yes. You come from right, you have a preference, no? The safe look is okay. Okay. Nothing more. It's not necessary. On this lamp, we turn right again. And we turn right again. Check the right side for the cycles. No. Check the outside mirror. Inside, outside. Yeah, before you start, no? Yes, exactly. So, and now you get the information early enough, yeah? And the examiner said to you, now, on the lamp, we turn right, on the Ampel rechts abbiegen. And now you start. Look inside, outside, indication, side look, brake, yeah? The timing has to be perfect, yeah? Not brake at last, sondern the timing. Okay. Yeah? The sequence and the timing. Here is a one-way finish. And we turn left, and here you have the sign with the opposite traffic, and we turn left, right before left, turn left, not so extremely, no? Überlandfahrt sind 5 Stunden, und turn left, morgen. Yes, fine. Das war der beste Speichernplatz, den ich bis jetzt gesehen habe. Also beim Fahren, ja. Super. Ja, yeah, make good, ja? Yeah? Okay. So, now we want to go straight ahead. Without indicator. Without indicator, follow this white stripe, no? You can see the white stripe. Yeah. Here, the white stripe and follow it. Und dann eine zweistündige. So, hier haben wir auf der rechten Seite einen Radweg, a cycle line on the right and a tram line on the left. Look left and right then. Yeah. So, and now pay attention. Which sign is for you? Turn left, no? Straight is not allowed. Straight is not allowed. Vielleicht kannst du ein oder andere sehen. No, straight is not allowed. Land we turn left. Yes, exactly. Habt ihr vielleicht das Schild gesehen? Durft ihr nicht reinfahren, ne? So, now we turn right. Now we
turn right. Pay attention. Looking first for the good positions coming from right or left. Exactly. Good. So now you can overtake the car. Look inside, outside, side look. Exactly. Yes, sir. Good. And now, remember? Yeah. The sequence and the timing have to be perfect. You get this information early enough, and we turn right. Well, first check. First check, it means look inside mirror, outside mirror indication, side look. The brake is missing, the brake is delayed a little bit. And then second look, second check. Yes, sir. Okay, very nice tip. Make interesting this video. Yes, so the distance to the parking cars are okay. Speed is also okay. And now, very interesting, what for a situation we have here, and we have preference. We have the preference, we come from right, but we have here full stop. Full stop, no? Yeah. And then count 21, 22, 23, 24, 25. Crash, nice. That's too much. Yeah. Spaß muss sein. Ja? So. DPD. Yeah. That's the cycle lane. On the right side is the cycle lane. You can see the symbols, no? On the ground. Kirche sieht irgendwie unverschämt aus, oder? Sieht irgendwie ganz komisch aus, die Kirche. Na gut. So. Mach das Video mal interessant. Komm, wir können schneller drücken. Tapp mal auf das Display, das ist wirklich gut. Je schneller, desto besser. Ich kann auch mein Smiley, mein Maskottchen kann ich auch hauen. Nein, das habe ich nicht. Das streichel ich nur, ne? So, genau. Super. So, here the next, we turn right. After the containers. And now check. Look inside mirror, outside mirror, indication side look. Stadt Düsseldorf. Das ist Düsseldorf. So now concentrate and look for the signs. Vielleicht kann das einer von euch auch schon sehen. Na, was dürfen wir hier bzw. nicht? Stadt Düsseldorf. Big curve. Big curve, yes. And side look. Well, maybe a cycle is overtaking you. Deal. So the next sign you can see, what for sign you can see? And here give a question, yeah. Question to the examiner, left or right? Yes. Here we turn right. We have three steps here. The first step is position, and the second step are the cycles, and the third step is the tram. Not so much traffic this morning.
gar nicht so viel Verkehr diesen Morgen. Hallo, wie seid ihr denn? Guten Morgen. Dip, dip, dip. Macht das mal interessant, ja. Das Video. Müssen wir noch ein paar einladen. So, now we turn right on a lamp. Look inside, outside, side, yeah, timing, yeah, good. So, and now pay attention for the cycles. Ist ja wie Sonntag fahren hier. Was ist denn los? Ist ja nichts los. Wo sind die ganzen Autos? Boah, an so einem Tag Prüfung machen. We make the exam on this day. We have no traffic here. So, one, we change one line. Oh, a police officer. Police officer. Hi. Das wäre ein Träumchen, ja. Das ist wohl wahr, das ist ein Träumchen. Oh, den, jawohl. The police officer. Oh, zitternd. Zitternd. Police officer, zitternd. Fahrstunde schon langweilig. Ehrlich? Ach. Wieso, was du alles gesehen hast? Was ist das hier so leer? Wir sind in Leer. Nein, wir sind nicht in Leer. Wir sind in Düsseldorf. So. The next we turn left. Pay attention. Look on the ground. Turn left. You can see the arrow on the ground. It's not easy for turning. Then take the right side and turn right. He's Octopussy. Der Namensgeber dieser Runde. Octopussy. Fischrestaurant in Düsseldorf. Yes. Das soll also heißen, danke. Merci. Beaucoup, chérie. So, wir wollen geradeaus. We want to go straight ahead and give way sign. Hier ist ja echt nichts los, doch mein lieber Freund. Normalerweise ist diese Straße immer zugeparkt. Bis zum geht nicht mehr. Stop, 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 stop. Let them go. And now you can drive. Good. OP. The Grandpa. Okay. So, hier kommen wir an einen Kreisverkehr. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Kreisverkehr und einem kreisförmigen Verkehr? That's a circle. That's a roundabout. No, two kinds of roundabout, guys. This is another. That is a roundabout with my priority. Right before left. No, that is a circle with right before left, and you have the preference. Okay, give way, no, right before left. Und ja, man muss beim Reinfahren blinken, richtig, bei diesem Jahr. We turn right. Attention here for the cycles. Genau, rechts vor links. Man muss beim Reinfahren blinken. Perfekt, perfekt. Super, 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 super. Das ist mein Daumen, ne? Nichts anderes hier. Oh nein, guck mal hier. So, danke, danke. Hast du gut gemacht. Super. So, rechts abbiegen. Auch hier wieder aufpassen. Drei Stufen. Hier steht jetzt ein Transporter. Ziemlich blöde, weil man kann hier fast nicht sehen. Ne? Der Transporter ist blocked. Ja, you can see that. Aha, a little bit further. Now you can go a little bit further. Look, nobody's coming. And we turn right. Ach nö, gerade durchgefallen. Ach, das tut mir leid. Nächste Chance, nächstes Jahr wahrscheinlich erst, ne? Das tut mir echt leid. Nächstes Mal. Boah, hier ist nichts los. So, it depends from, is he looking or not, ne? Is he looking in your face, ne?
Well, hier ist ein bisschen was los. Ein bisschen was los hier. So, Taxi Driving. Das ist die Nordstraße in Düsseldorf. Eigentlich immer gut besucht. Und diese Nordstraße in Düsseldorf hat eine Besonderheit. Ja? Eine Besonderheit. Wer kennt sie, diese Nordstraße? Mal Finger hoch. Haha. No, ich kenne sie. Kennt auch einer von euch die Nordstraße? Nächstes Mal schaffst du das. Ganz genau. Ja, we have to go on left, ne? Die Straße ist der Horror, ganz genau. Und ihr könnt das ganz genau sehen auf dem Boden, da sind die Streifen, ne? Und Fußgängerzone, das ist schon mal, sind schon mal zwei Hinweise, dass ihr da nicht reinfahren dürft. So, we turn left now. Let them go, let them go, let them go. Our future is it, ne? That's our future, we let them go, everything good. So, now, right before left, three steps, ne? And you can turn. Yes. Voreinander wird dann abgebogen, ne? Wenn der, also der Gegenverkehr auch links abbiegt und wir ebenfalls links abbiegen, dann wird voreinander abgebogen. We turn in front of, ne? The opposite traffic is turning left, and we turn left, then we turn in front of, ne? Yes. Okay, jetzt mal eine Frage. Dürfen wir geradeaus fahren? An die Schlauköpfe hier. So, dürfen wir geradeaus fahren? Hey, deine Theorie bestanden. Klasse. Dann kannst du mir jetzt mal sagen, ob man hier geradeaus fahren darf. Und? Darf man? Darf man? Ich zoome mal ran. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Und was ist das für ein Schild? Wir dürfen nicht, ne? Also müssen wir rechts abbiegen. Nein, wir dürfen nicht geradeaus fahren. Huch, jetzt habe ich hier den Zoom da drin. Warte mal. Krieg ich den jetzt raus? Keine Ahnung. Hey, wo ist der Zoom? Da ist es. Alles klar. Oh, doch nicht. Haha, ganz genau. Richtig. Schön weit nach vorne gucken. Also es geht dann scheinbar geradeaus. Hier sagt der Prüfer auch nichts. Das ist eine, das ist jetzt hier eine Runde, wo gesagt wird, wir lassen ihn durchfallen. Wenn der Prüfer sagt, also der Prüfer kann euch durchfallen lassen, wenn er will, ja, dann fahren wir ganz genau so eine Straße, ne? Und dann, ja, du wohnst da. Ja, dann will er aber deinen Ausweis sehen. Ne? Da steht ja deine Adresse drin. Ja. Was war der Grund? Da darfst du nicht durchfahren, ne? Das ist anliegerfrei. Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art verboten, ausgenommen für Anlieger. Yep. So, wir wollen jetzt nochmal nach rechts abbiegen. Aber wann dürfen wir rüberfahren? Das ist hier so eine komische Linie, ne? So eine halbe durchgezogene und eine gestrichelte, ne? In front of the lamp, we turn right. And the sequence and the timing have to be perfect. Ja, er macht das sehr gut. That was the first looking. Wir haben ein bisschen zu früh rübergefahren. Düsseldorf, Fahrschule Ludwig. So, auch nochmal ein wunderschöner Blick nach links gemacht. Das ist Düsseldorf. Fahrschule Michael Ludwig Düsseldorf. Wir bieten auch Aufbauseminare an. Falls jemand jetzt Post bekommen hat, Düsseldorf hat ja viel Post jetzt gerade weggeschickt. Und wenn einer jetzt eine Anordnung bekommen hat, ein Aufbauseminar zu besuchen, kann er das gerne bei uns machen. Wir haben eine wunderschöne Telefonnummer dafür, 0800 50 70 130. So, jetzt nochmal hier aufpassen. Richtig, auch hier die Nordstraße ist das wieder. Und auf der Nordstraße dürfen wir hier nicht geradeaus fahren. Ne? Das ist eine Fußgängerzone. Eine Pedestrian Zone. Ja, dürfen wir nicht auch falsch fahren. Ja. Oh, was macht der? Der sucht einen Parking Place. Looking for a parking place. What is he doing? It's unsafe, ne? The car in front of, ne?
Macht den Blinker links an, fährt rechts und so weiter. Der ist irgendwas am Suchen. Bei solchen Fahrzeugen ist man wirklich, kann man da davon ausgehen, dass die auch rechts abbiegen und Blinker links machen. Ne? Durchaus. So, die 30 sind vorbei, weil das war eine Kombination, nämlich eine Baustelle mit 30. Hallo, liebe, guten Morgen. Tippt mal fleißig auf den Bildschirm. Da wäre ich euch sehr dankbar. Danke, 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 danke. Die Herzchen fliegen hier nur so rum. So fährst du. Ja, siehst du, das ist doch schon schön. Und rechts. Wir wollen erstmal rechts abbiegen. Give away. So, wir gucken dann mal nach links. Und da ist niemand. So, ein Stück vom Fernsehturm kann man sehen in Düsseldorf. Wir sind da am Rhein in Düsseldorf und rechts abbiegen. Turn right. Yes. Stop. No, no. Stop. 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 Let them go. Yeah. Ja? Wie willst du denn die Straßenbahn hinter dir lassen? Wenn du dann auf der Linie fährst, also auf der Straßenbahnlinie, kannst du das ja gar nicht, ne? Das kommt immer auf die Straße an. Wenn die sehr eng ist, dann fährst du halt 15 oder 20. Ne? Also hier fahren wir zum Beispiel 25, völlig in Ordnung. So, in welche Richtung dürfen wir fahren? In which direction you can drive? This direction. This way. Ne? Right. Nee, da gibt es keinen Ärger. Die Geschwindigkeit musst du anpassen an viele verschiedene Faktoren. Ne? Enge der Straße zum Beispiel. So, darf der das? Darf der Fahrradfahrer uns entgegenkommen? Fragezeichen, weil für uns ist das eine Einbahnstraße, aber für den Fahrradfahrer nicht. Habt ihr gesehen? Und rechts. So viele Dinge muss man hier aufpassen. Boah, Schilderwald. Doch, darf er. Und Stopp. Ne? Stopp an der, wie heißt die Linie? One, two, wo müssen wir anhalten? Three. Am Stoppschild. Nicht am Schild, ne? Sondern... Wo müssen wir anhalten und stoppen? Ne? Bei der Sichtlinie. We can see everything. Yeah. The traffic. Yeah, ne? Okay. Der Fahrradfahrer darf alles. Ja, wenn du es so siehst, dann darf er schon alles. Das ist richtig, weil brauchst du einen Unfall, hast du eine Mitschuld. Ne? Das ist Düsseldorf. Now left. Und nach links. Viele machen jetzt hier einen Fehler. The mistake you can make is you go on a White Stripes, no? Okay. Okay, but you make it okay, okay. Without mistakes. So, and go. So, das nächste, was der Prüfer dir sagen kann, ist, wir fahren die nächste nach links. Die nächstmögliche nach links. Also er sagt nicht die nächste nach links, sondern nächstmögliche nach links. Also gut zuhören, was der Prüfer sagt. Ja. Weil er darf dich niemals in eine Straße reinfahren lassen, in die du nicht reinfahren darfst. Also guck mal ganz genau hin. Der nächste Begriff wäre dann nächst zulässige nach links. Und jetzt schau mal bitte. Da dürfen wir nicht reinfahren, ne? Ja, sowas musst du sehen. Ne? Next possible we turn left. Nächst mögliche links oder nächst zulässige links, ne? Das ist wirklich wichtig. Dann haltet mal Ausschau an der Ecke. So, und jetzt kommt die nächste. Also wie gesagt, der Schüler, der Prüfer darf dich nicht in eine Straße reinfahren lassen. Also deswegen muss er das umschreiben. Ne? Er darf nicht direkt sagen, nächste links. Nein, darf er nicht. So, the next, we turn left. So, wo ist die Straße? Wo geht's rein? Wir nehmen natürlich den linken Fahrstreifen zum Abbiegen. Das ist Düsseldorf, Fahrschule Michael Ludwig Düsseldorf. Könnt ihr gerne vorbeikommen, anmelden, gucken. So, hier haben wir eines der wenigen Stoppschilder in Düsseldorf mit einer, wie heißt die Linie da? Halblinie, Stopline, ne? Genau. Oh, da hat 21, einer seine Kugel liegen lassen. 22, 22, 23. That's okay. Then you can go a little bit further. And going straight ahead. Super. Ja, schön, dass du deine Fahrerlaubnis hast und zuguckst. Vielen Dank.
dann tipp mal und mach das Video interessant. Dankeschön. So, rechts vor links. Ja, hier ist die Human. Ja. Let them go. Let them go. Let them go. Yes. Na, a human. That's really important, no? Looking very angry, ne? So, Fahrschule Michael Ludwig in Düsseldorf. Genau. Kann ja einer mal als Frage da reinstellen. Fahrschule Michael Ludwig Düsseldorf. Dann sieht man das hier auch. Dann wird das hier eingeblendet. Vielleicht ist ja mal einer so freundlich und macht das. Danke. So, wir wollen gerade ausfahren. We want to go straight ahead. This car is blocked. Ja. And we have opposite traffic. Hier ist ein Stoppschild. Könnt ihr das sehen? Da mit dem Pac-Man drauf. Das heißt, da dürfen wir gar nicht drauf. Ne? Das heißt also, hier dürfen wir nicht. Da, wo der Hund ist. Ne? So. Das bedeutet, wir müssen fahren. Wir müssen rein rechtlich so fahren. Das ist auch in Ordnung. Ich weiß, viele fahren geradeaus. Ja, you can go. First a little bit right and then left. Also wenn ihr das so macht, dann habt ihr gewonnen. Wenn nicht, habt ihr die Prüfung leider versiebt. Leider ist das so. Also die Prüfung wollen wir ja bestehen, ne? So, schau mal bitte, einer hat ja gefragt, wenn man zu langsam fährt in einer 230, wir fahren hier gerade mal mit 6, 7, 8 km/h, 15 km/h und sind wir unterwegs. Das ist Düsseldorf, ja. Wir fahren wieder an einem kreisförmigen Verkehr. Was ist denn der Unterschied zwischen einem kreisförmigen Verkehr und einem Kreisverkehr? Bei einem kreisförmigen Verkehr müssen wir blinken beim Reinfahren. Indicator. Oh, Modenschau im Kreisverkehr. Right before left, right before left, right before left. Das ist zwar eine Einbahnstraße, aber freigegeben für Radfahrer. Deswegen ist da rechts vor links. Ihr seht, wie schnell das hier gehen muss, ne? Und wieder rechts vor links, rechts vor links, rechts vor links, rechts vor links. Guck mal, was sich hinter der A-Säule versteckt. Habt ihr es gesehen? Boah. Wow. Und rechts. Ja, so kann das gehen, ne? Die böse, böse A-Säule, ne? Das ist die A-Säule. Da kann sich jede Menge dahinter verstecken, ne? Habt das gesehen, ne? Wir wollen wieder nach rechts abbiegen. Three steps. Das mache ich hier des Öfteren, weil ja, man sich das ja eben einprägen muss. Die Fußgänger sind ja ganz wichtig, ne? So, eine Frage, ist das normal, wenn der Fahrlehrer anstrengend ist, wenn man mal Fehler macht? Nö. So, we turn right. Oh, Mitbewerber. Machen wir mal eben zu. Schade. Der Fahrlehrer muss ruhig bleiben, ne? Ach, der fährt im Rot. Nein, Quatsch über Gelb. Alles gut. Alles gut. Ja, kreisförmig. Kreisförmiger Verkehr ist rechts vor links. Und du musst noch einmal blinken beim Reinfahren und beim Rausfahren. Kreisförmiger Verkehr. Und jeder kennt ja vielleicht dieses blaue Schild mit den drei Pfeilen. Ach, guck mal hier. Ja, man muss aufpassen, ne? Der kommt nicht durch, wir sind zu dicht rechts angefahren. Ja, fährt er eben weiter auf den Bürgersteig. Auch gut. Ja, so kann man auch fahren, ne? Also ihr seht, man muss, wenn man Auto fährt, wirklich die Augen überall haben. Da kommt auch noch ein Bus. Auch gut. Das ist Düsseldorf. Das ist Düsseldorf. Ja, der Schüler kann nur Englisch. Ja, der Schüler kann leider nur Englisch. Was heißt leider? So, wir sind auf der Nordstraße in Düsseldorf. Nord Street in Düsseldorf. Oh, Vorsicht. Pay attention, is falling down, maybe, yeah? Is falling down, and then pay attention, take care of there, yeah? So, no, remember, don't forget. Ja, ich fahre das hier mehrmals, damit man das auch überhaupt nicht vergisst, ne?
also hier noch einmal. Guck mal, die Linien da vorne. Das ist eine Sperrfläche, da dürfen wir nicht drüber fahren. Pay attention. Und wir haben hier die Fußgängerzone, ne? Also dürfen wir hier nicht lang fahren. Keine Chance, dürfen wir nicht, ne? So, now we turn right. Rechts abbiegen, auch nochmal jetzt hier ganz schöne Sachen für unsere Umschreiber, Paragraph 31er. Das ist eine Falle jetzt, die hier kommt. Lohnt sich, die mal sich anzuschauen. Boah, hier sind ja wirklich ganz wenig Autos. Also diese Straße, gebe ich euch Brief und Siegel, die ist wirklich immer zugeparkt. Keine Ahnung, wo die ganzen Menschen sind. Also auch hier 230, ne? Aber hier kann man gar nicht so schnell fahren, es geht gar nicht. Ne? So, was will der nach vorne machen? We want to turn left. Der parkt auf eine Grenzmarkierung. Darf man das eigentlich? Eine Grenzmarkierung parken? Naja. Das ist die Grenzmarkierung, ne? Das ist die Zickzacklinie. Da darf man sich nicht hinstellen, ne? Aber na gut. So. Wir wollen nach links. Da kommt ein Auto. So, dann gucken wir nochmal nach links. Da kommt ein Fahrrad. Könnt ihr das sehen, das Fahrrad? Aha, wieder aus der A-Säule raus, ne? Ja, man versucht diese A-Säulen, wie sie hier, auch ein bisschen dünner zu machen, ne? Aber da ist ja heute ziemlich viel Kekse drin, ne? Genau, das ist die Falle und viele fahren geradeaus hier. Das, was wir ja auch nicht dürfen, ne? So, da kommen jetzt Autos, Vorsicht. Hier stinkt, oh, die schlafen oder noch. So, an der Ampel wollen wir dann nach links fahren. Ja, die B-Säule gibt es auch. B-Säule nutzen wir für den Schulterblick. Den Schulter, also im Kopf drehen bis zur B-Säule. Achtung. Das ist die A-Säule. Das ist die B-Säule. Und hinten, also da wo der Gurt dran ist, das ist die B-Säule. Und dann ganz hinten ist die C-Säule. Ganz genau. Ja, fährt ganz gut, ne? Hey, you are driving good. Let's see. Let's see. Er ist nicht so unsicher. Nein, 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 nein. Is not good enough, ne? Yeah. In the middle. Ja, hat einen guten Anspruch und einen hohen Anspruch, den haben wir alle. Und das ist auch gut so. Das ist gefährlich, ne? Mit dem Auto in Düsseldorf. Er fährt Automatik, ja. Dankeschön fürs Einstellen, ne? Fahrschule Michael Ludwig Düsseldorf. Vielen, vielen Dank. Danke. Mein ganz viele Tipp für dich. Dankeschön. So, wir wollen jetzt gerade ausfahren. Was müssen wir machen? Erstmal Blinker aus, ne? Den Blinker aus. Ne, das ist deren Dorf. So, und dann haben wir hier wieder ein Stoppschild. Wo müssen wir anhalten? Niemals bitte am Schild anhalten, ja? Sondern immer. Erstens an der Haltlinie oder an der Linie, wo man das sehen kann. Ne? Dann eine Zwei-Phasen-Ampel mit einem Radweg auf der rechten Seite. Wenn man sich hier falsch einordnet, ist die Prüfung leider auch schon wieder rum. So, now we turn right. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die Prüfung vorzeitig beendet wird. Sehr gut, sehr schön. So, Innenspiegel. Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Die Person läuft genau gerade darüber, also müssen wir auch anhalten. Auch hier müssen wir noch einmal anhalten. Ja, auch wenn da eine Insel ist, aber gut, okay, der hat jetzt rot. Super. Wir fahren weiter geradeaus. Ich weiß, das ist für euch ein wenig stressig, vielleicht auch ein bisschen viel, aber das ist nun mal Düsseldorf. Ne? Geradeaus, oder? Wir fahren geradeaus, we straight ahead now. Look inside mirror, outside mirror. Okay. Weiter geht's. Sehr gut. Ja, wir schwimmen ganz gut
im Verkehr, ne? My next student had stomach pain. Okay. That is clear, that is cancel. Oh, sorry, dann kann ich auch nicht online gehen. Ja, mein nächster Schüler hat mir gerade geschrieben, dass er also Magenschmerzen hat. Dann schade eigentlich. Das ist eine Stadtstunde, so gesehen. Ja, aber schön, dass man kommuniziert mit den Schülern. So, man muss hier jetzt gleichmäßig fahren. Das ist ganz wichtig, ne? The fluency, ne? Gleichmäßig fahren, damit man hier die Lücken auch mitkriegt, ne? So, die nächste Straße, die wollen wir nach links abbiegen. Die ist die Hölle, sage ich euch, weil die Bäume hier, die hier stehen, die verdecken die Radfahrer, die von rechts kommen können. Da habe ich auch ein schönes Video, könnt ihr mal gucken in der, in dem TikTok-Kanal. Wir sind in Düsseldorf. So, und jetzt könnt ihr vielleicht schon sehen, ne, die Bäume und so weiter. Hier, du siehst nichts, ne? Also ist alles verdeckt. Wenn da ein Fahrradfahrer kommt, dann siehst du das recht spät. Also hier wirklich super, super langsam fahren, ne? Ja, warum sind meine Schüler eigentlich immer englischsprachig? Ja, ich habe mich auf Englisch spezialisiert. Ich weiß ja auch nicht, aber ich mache anscheinend einen guten Job. Und die sind hier mega zufrieden. Das finde ich gut. Ja, es spricht sich ja dann noch rum, ne? Aber ich habe schon sehr, sehr viele in Englisch, ne? So, look inside mirror, outside mirror, indication side look. Und ich denke, man hört ja auch vielleicht raus, mir macht das eine unheimliche Menge Spaß hier, mit Menschen zu arbeiten. And we turn right. Pay attention, the human here on right. Und look inside mirror, outside mirror, indication side look. Hier über die Grenzmarkierung dürft ihr fahren, dürft nur nicht parken und warten, ne? Also parken. Ich kann nicht schön. Man kann schöner fluchen, weiß ich nicht. Ich kenn kein Schimpfwort auf Englisch. Nein, nein. Kennt ihr eins? Nein, nicht reinschreiben, bitte. So, we turn left. Links abbiegen. In die Einbahnstraße. And pay attention for the pedestrians. Okay, alles gut. Boah, hier ist wirklich nichts los. Das ist eine fürchterlich enge Straße hier. Obwohl hier 30 ist, empfiehlt es sich hier überhaupt gar nicht, 30 zu fahren. Macht das bitte nicht, ne? Also die einzige Grenzmarkierung, die du praktisch überfahren darfst, ist die Zickzacklinie, ne? Das andere, das sind alles Querstreifen. Das ist eine Sperrfläche. Ja? Also alles, was so quer ist, wie so eine Haltlinie, ne? Von links nach rechts oder rechts nach links, da darfst du nicht drüber fahren. Das ist Automatik. Haben wir uns auch spezialisiert auf B197. Wer das machen möchte, wir sind zu dritt, auch drei Fahrlehrer. Andere machen Schaltung, ich mache Automatik, weil meine Schüler eben halt alle Englisch sprechen. So, hier auch nochmal ganz wichtig. Schaut mal bitte. Tipp nochmal auf den Bildschirm, dann können wir das mal hier interessant machen, weil viele kennen das hier nicht mit dem Stoppschild. Schaut mal bitte, Stoppschild, ne? So, und wo stehen bleiben? Nicht an der Bordsteinkante anfahren. Richtig. So. 21, Is that the point 24. where we can see the traffic? Also wir müssen da anhalten, wo wir den Verkehr eindeutig und gut sehen können. Is that the point where you can see the traffic the best? Is that the best point? Not best, but Not best, okay. No is better. yeah, no, it's not. Nun, er kann besser sehen, ja. Also er hat sich noch ein bisschen nach vorne getastet. Also wäre das der Stopp. Nicht am Stoppschild selber, sondern dort, wo ihr sehen könnt. Das ist die Sichtlinie, ja. Düsseldorf. Richtig. Also an der Sichtlinie anhalten. Das gleiche machen wir nochmal, so in einer Minute ungefähr. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, damit wir das lernen, ne? Ganz wichtig. So, wir wollen nach links jetzt abbiegen in die Einbahnstraße nach links. Links? Links, ja.
Ja, wichtige Frage, wie viele Fahrstunden Schaltgetriebe sollte man mit B197 machen? Mindestens 10, mindestens 10. Also man kommt eigentlich ganz gut mit 10 hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Man kommt ganz gut mit 10 hin. Einige machen ein bisschen mehr, damit sie noch ein bisschen sicherer sind. Dann machen wir eine sogenannte SKN, Schaltekompetenznachweis heißt das, Abkürzung. Grüezi. Habe ich falsch ausgesprochen, ich weiß, ich bin hier kein Schweizer. So, rechts vor links. Alles gut. Und wir fahren nach links. Turn left. Ja, was meinte er mit 5? Ich denke mal, dass er 5 Termine meinte. Ich glaube nicht, dass er meint 5 Stunden, sondern 5 Termine. Bei den meisten Fahrschulen ist ein Termin, besteht ein Termin aus 90 Minuten, also 2 Stunden. Und wenn du das jetzt nimmst, mal 2, dann bist du auch bei 10. Ich denke, das ist ein Missverständnis. A distance on the right. So, hier kommen wir wieder zu einem Stoppschild. Wo müssen wir anhalten? Where you stop on stop sign. Vorsicht. Der Bürgersteig. Where do you stop on the stop sign? An? Ja. Ich bin der Chef. 21, 22. Das können meine. 22. Ja, 22, 21, 24, 27. And we turn right, ne? Mandatory, ne? Mandatory for turn right again. Ach, weißt du, das mit dem Filmen, wenn das auch meine Mitarbeiter könnten, wäre ich denen natürlich auch sehr verbunden, wenn die das können, aber machen sie nicht. Jo, das ist wirklich so. Ne? Mein Fahrlehrer macht 80 Minuten, aber davon fährt er 40 Minuten zu einem Ort und er bringt mir nur 40. Da würde ich aber gegen angehen, oder? Wenn das stimmt, ne? Das stimmt nicht, ne? Also das geht auch nicht. Also bei sowas kriege ich dann schon eine Krawatte, wenn ich sowas lese, ne? Das geht mal gar nicht. Das ist alles Diskretion. So, guck mal, ein Scooterfahrer. Wir fahren jetzt über die Franklin-Brücke. Kennt die einer? That the Franklin Bridge in Düsseldorf. Das war mal eine Höllenbrücke, die war ziemlich laut. Die hat man dann irgendwie gedämmt, weil man diese ganzen Häuser da gebaut hat. Und die wollen ja alle schlafen. Ne? Weil wenn hier so zwei Trams rüberfahren, dann wird es richtig laut. So, in which direction you have to drive? Hm? Right, ne? Pay attention for the white stripes on the ground. Yes, exactly. Und guck mal hier, sehr gefährlich, das Grün für die Radfahrer, ne? Das Grün für die Radfahrer, ne? The cycles are can't come, ne? And that is really important that you look here in the outside mirror, ne? And the cycle is coming then. And then it's allowed for the cycle, they have green. Is really, really dangerous. Ja, das ist wirklich echt gefährlich. Ne? Ja, ihr seht das. Ne? Wenn da jetzt ein Radfahrer kommt und auf geht's. So, jetzt haben die Radfahrer rot. Aber seid euch mal gewiss, wenn da ein Kurierfahrer kommt, der kennt kein Rot. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Richtig. So, da ist ein Bus. Und wir wollen geradeaus weiterfahren. Geradeaus, straight ahead. Gut, wir konnten das jetzt nicht anders machen, weil wir da parkende Fahrzeuge hatten. Also mussten wir durch die durchgezogene Linie fahren. Also macht das bitte dann auch in der Prüfung. Wenn, und zwar nur wenn, vorausgesetzt, da stehen parkende Autos, die da gar nicht stehen dürfen. Ne? Weil wir müssen ja Abstand halten. Abstand ist wichtiger als wie eine Linie. So, gleich nochmal was Interessantes. Mach das Video mal interessant, weil jetzt kommt nämlich ein Kreisverkehr. Tipp mal wie wild auf eurem Handy oder auf eurem Tablet. Machen wir das mal interessant für alle die das jetzt nicht wissen.
Kreisverkehr fahren wir gleich mal und wir wollen nach links. Links? Links, left. So einen kleinen Bogen nach rechts fahren. Und jetzt ist ganz wichtig, da wir hier eine Schule haben, okay, es sind momentan Ferien, glaube ich, ne? Es sind Ferien. Wir müssen jetzt hier mal unseren Kopf nach links verrenken und vor allen Dingen ist da jetzt Stau, wie ihr da sehen könnt. Ne? Also nicht da reinfahren, um Gottes Willen. Ne? So, da kommt schon Radfahrer. Also ist ziemlich viel Traffic hier. Und der will uns auch noch links überholen. Das gibt's gar nicht. Ja, hier ist was los. Ne? Also man muss sich hier in Düsseldorf schon ein bisschen behaupten. Ne? Sonst hat man hier kein Belag mehr auf dem Brot. Ne? Das geht ganz schnell. Auch wieder eine super mega enge Straße. Und unser Lieblingsschild, ein Stoppschild. Weiß jetzt jeder, wo wir anhalten müssen. Where do you stop on the stop sign? Where I can see traffic. Where you can see the traffic. Yeah, that's right. Good. 100 points you have. Ja, das ist wichtig, dass wir den kleinen Bogen fahren. Und? 21, 22. You can see enough on the right? Little bit. A little bit, no? Oh, now you can see a little bit more, ne? Yeah. Yeah? Yeah. Okay, that's your stop, huh? 21, yeah, that's your stop, no? 21, now you can see more. 22, 21, 22, and then you can 22. Go straight. Yes! So, wir sind jetzt hier auf dem Weg, auf dem Kreisverkehr. Ja, das ist der Kreisverkehr, den ich eben meinte. Vorhin sind wir einen kreisförmigen Verkehr gefahren. Ja, und gleich gebe ich mir jetzt meine Erklärung. An diesem Kreisverkehr ist was ganz Spezielles. Da stehen nämlich zwei Verkehrszeichen. Welches zählt? Es gibt ein altes Verkehrszeichen, ein altes Kreisverkehrszeichen, alt, und ein neues. So, und dann gebe ich euch mal hier eine Erklärung. Ihr seht hier zwei Verkehrszeichen. Ah ja, this Mercedes are going on the left. So, das erste Verkehrszeichen, das ist das hier, das blaue, mit den drei Zeichen, mit den drei Pfeilen drin. Das ist das Kreisverkehrszeichen, das ist das neue. Das hier ist das alte. Wenn ihr nur das seht, dann ist das ein kreisförmiger Verkehr. Ansonsten mit den drei Pfeilen ist das ein Kreisverkehr. Und wenn ihr beide da stehen habt, so wie hier, dann gilt das neue. Okay, wir wollen links. Hey, wir haben Vorfahrt. Ja, die kennen das hier alle nicht. Und nach links. Wir brauchen keinen Blinker. Links? The indicator is not necessary. Also hier auch, ne? This? Links. Das ist rechts. Okay. Links-Rechts-Schwäche ist kein Problem. Wir lachen drüber. Ja. Nach links. So, wir haben Vorfahrt. Wir haben Vorfahrt im Kreisverkehr. Das ist wichtig. Das ist ein Unterschied zum kreisförmigen Verkehr. We get out now. Mit Blinker, das weiß der da vorne aber nicht. Aber die Blinkerflüssigkeit, die müsste mal nachgefüllt werden. Na? Opel Astra hat ja Blinkerflüssigkeit. Die gibt es an der Tankstelle. Regal rechts unten. 2,95. So. Enge Straße. Also jetzt wisst ihr den Unterschied zwischen einem kreisförmigen Verkehr und einem Kreisverkehr. Ja. Und er hat immer noch keinen Blinker. Vielleicht sollten wir ihnen das mal sagen. Ne? Sollen wir mal aussteigen und ihm sagen? Du musst Blinkerflüssigkeit nachfüllen. Wir wollen nach rechts abbiegen. So, wo müssen wir jetzt anhalten? Unser Lieblingsschild. Where do you stop? Where I can see traffic. Where you can see the traffic. Und ist das die Position? You can see the traffic? Yes. Ja, aber. Wenn du jetzt zu weit nach vorne fährst, you're going in opposite traffic. Ja? You have place enough here and drive along the border. Ja? Move the steering. Ja? You drive now a big curve, you can see that, no? Yeah. And you go then a little bit in opposite traffic. But the better is, no? Then I need to... Ja, die Blinkerflüssigkeit, genau! So, auch nochmal. So, pass auf, da vorne. Was haben wir da? Look. Was für Verkehrszeichen? What for signs you can see?
Und which sign is for you? Das ist eine Sperrfläche, ne? Also wenn die Linien so quer gehen, das ist nicht Sperrfläche. Das ist jetzt eine einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Beides, Deutsch und Englisch. Auch wieder eine enge Straße. Am Ende der Straße wollen wir dann rechts abbiegen. Wollt ihr nochmal den Kreisverkehr sehen? Den Kreisverkehr soll ich nochmal erklären mit dem Kreisverkehr? Wer möchte? Mal tippen. Wer möchte? Soll ich nochmal den Kreisverkehr sehen? Sollen wir das nochmal machen zusammen? Okay, nach links. We turn left. Da wir jetzt hier in der Einbahnstraße sind, müssen wir uns links einordnen. Einbahnstraße, links abbiegen, links einordnen. Das ist ganz wichtig. Ne? Habt ihr hier auch auf dem Boden gesehen. Nur leider ist es so, dass man manchmal nicht diese Hilfe bekommt. Ja, du bist leider überstimmt. Das heißt, ihr wollt das alle nochmal sehen. Dann machen wir das nochmal mit dem Kreisverkehr. Pass auf. Wir fahren jetzt auf den Kreisverkehr drauf zu und dann erkläre ich euch das noch einmal mit dem blauen Schild und mit den beiden Schildern. Na, da stehen ja glücklicherweise beide. Wir wollen links abbiegen und hier nochmal gucken. Eben war ja ziemlich viel Verkehr hier. Und dann kriegen wir jetzt gleich nochmal ein Stoppschild. Wo müssen wir am Stoppschild anhalten? Mensch, Leute, das muss euch hier wie aus der Pistole geschossen kommen. Ne? Wie viele Punkte gibt es beim Stoppschild, wo man anhalten muss? Also wirklich Full Stop. So, hier haben wir das Stoppschild. Make it better. And the tram is coming. Okay, then go a little bit further. Ja, das ist hier Düsseldorf. Sehr gut. So, nochmal. Ne, bleiben wir da stehen, wo wir sehen können. Das ist ausreichend. Das ist völlig in Ordnung. 21, 22 and then go straight. Sehr gut. Hat er gut gemacht. Kriegt er ganz viele Herzchen. Dankeschön. So, jetzt kommt der Kreisverkehr. Jetzt gebe ich nochmal die Erklärung. Kreisverkehr. Tipp, 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 ladet noch mal ein paar ein. Sehr gut, Kreisverkehr. Also in diesem Kreisverkehr stehen diese zwei Verkehrszeichen. Einmal das alte und einmal das neue. Das alte Kreisverkehrszeichen ist das, was ihr in der Mitte seht. Also das hier. Das ist das alte Kreisverkehrszeichen. Das ist das alte. Und das ist das neue. Wenn das neue da steht, dann gilt das neue. Also das hier. Das ist das neue Kreisverkehrszeichen. Und hier habt ihr keine Vorfahrt. Reinfahren, wenn keiner kommt, klar. Und nur beim Rausfahren blinken. Und weiter geht's. Das ist das alte Kreisverkehrszeichen. Also wenn ihr auf einen Kreisverkehr in Anführungsstrichen stößt und dieses alte seht, links bitte, dann ist das ein kreisförmiger Verkehr. Und da gilt dann rechts vor links. Hier gilt ja kein rechts vor links. Links. Ja, weil die haben hier, könnt ihr auch sehen, von der anderen Seite jetzt, eine Vorfahrt gewähren. Ne? Habt ihr gesehen, das Dreieck? So, hier nach links bitte. Das war nochmal der Kreisverkehr. Wichtig zu wissen und nach rechts bitte abbiegen. Also die Unterschiede sollte man schon kennen zwischen dem kreisförmigen Verkehr und dem Kreisverkehr. Heute sind wir beide gefahren. Sehr schön. Ja, danke an die Community. Vielen, vielen Dank. So, wir machen jetzt hier Platz. Wir fahren hier auf die rechte Seite. So. Der entscheidet sich, stehen zu bleiben. Wir fahren. We go. Ja, na, you decide you stopped. And yes.
Okay. So, we turn right and make it better now. Drive along the border is better. Drive along the border. That's too close. That's too close on the border. Okay. Der Fleisch gesehen im Spiegel. And then it's a position where you can see the traffic. Mm-hmm. Also, ihr müsst auch anhalten, wenn keiner kommt. 21. Stop, 21, 22, full stop and then go. 23. Not wait too long. Not wait too long. Ja, google mal. Keine Ahnung. Den neuen Kreisverkehr, den gibt es schon über 20 Jahre. Ja, den kennen aber viele trotzdem. Also, viele können den gar nicht unterscheiden. Den neuen Kreisverkehr, den kann man gut erkennen eigentlich durch die drei Pfeile. Ah, habt ihr gesehen, der ist noch nicht mal auf die Straße, also hat noch nicht mal geguckt, als er auf die Straße gegangen ist. Okay. Mhm. Ja, der neue Kreisverkehr und der alte Kreisverkehr. Der alte Kreisverkehr, da gibt es rechts vor links. Den nennt man auch nicht Kreisverkehr, den nennt man kreisförmigen Verkehr. Da gibt es rechts vor links. Da muss man beim Reinfahren blinken, beim Ausfahren blinken. Und bei dem neuen ist es so, dass du Vorfahrt gewähren musst und nur beim Rausfahren blinkst. Ja, siehst du? Also wieder was gelernt, ne? Kreisförmiger Verkehr und Kreisverkehr. Ja, und das ist auch prüfungsrelevant, ne? In der Theorie und da wir hier in Düsseldorf das machen, auch in Düsseldorf. Sehr schön. So, wir wollen jetzt am Ende nach rechts abbiegen, turn right. Und dann fahren wir ein bisschen Autobahn. Was haltet ihr davon? Möchtet ihr? Jo. We drive highway then. We go on highway. Right. Also hier kann man das wunderschön sehen. Ne? Hier kriegt man eine schöne Info, wo man sich einordnen muss, wenn man nach links abbiegt. Und nach rechts. Autobahn. That was unsafe, ne? Yeah. That was a little bit unsafe, ne? Also er hat erst gelenkt nach rechts, dann hat er wieder zurückgelenkt, weil er vergessen hat zu gucken, ist ihm eingefallen. Ne? Und dann hat er erst geguckt und dann gelenkt. So. Panik, Autobahn. Panik, warum? Warum Panik? Es ist Düsseldorf, genau. Hier ist der Zoopark. Wir sind Düsseldorf Zoo. Und jetzt geradeaus, straight ahead, and the light is going to become red, and then we stop, ne? So, laufender Flocati-Teppich da vorne, über die Straße. Kann man mit dem Teppich auch Gasse gehen. Ach, LKW, brauchst du keine Angst haben. Boah. Wir sind ja schneller als die LKWs. Alles gut. So. Es gibt auch Richtungen, die der Prüfer euch angeben kann. Zum Beispiel Autobahn. Dann gucken wir da mal auf das Schild. Das ist ein blaues Schild. Autobahn. Autobahn. Highway. Left. 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 Autobahn. We want to go to Autobahn. Highway. Ja, so, wir haben zwei Fahrstreifen, die nach links gehen. Two lines are going left. Ja. And you can see the orange plate. Ja. Die orangefarbene Tafel, da kannst du schön sehen, also blau Richtung Essen. Da wollen wir hin. Ne? The examiner can say to you, we follow the sign, direction Essen. Essen. Ja. Richtung Essen. Stay in your line. You leave your line. Stay in your line. Stay in your line. Ah, der hat hier dreimal jetzt den Fahrstreifen nach rechts verlassen.
sollte man natürlich nicht tun. Während der Prüfung jetzt hier leider auch das Ende. Ja. Jupp, Visa. Das ist dann leider auch das Ende. Ne? So, haben wir denn da noch was? Jawohl, haben wir. Okay. So, wir fahren jetzt Richtung Autobahn Essen. Dann fahren wir nochmal die Achterbahn Runde. The Rollercoaster we drive. Ja? You know? You remember? Yes. Also, er kann sich gut erinnern. Schweißperlen sind schon auf der Stirn. Oh, was ist das denn? Oh, die wollen alle Schlittschuh laufen. In der Eissporthalle Düsseldorf. Die hat auf. Ja. Viel Spaß beim Schlittschuhlaufen. In der Eissporthalle in Düsseldorf. Das war gelb, das war völlig in Ordnung. So, now we have a block car in front of. The timing has to be perfect. Not too early, not too late. Really good. Stay here in this lane, please. Und ja, das ist das Mörsenbräucher Ei. Das sind 16 Zufahrten auf dem Mörsenbräucher Ei, da wo das Aargebäude ist. Ne? Da fahren wir jetzt drauf zu. Ne? Da seht ihr das. Schönes Bild. Arag. Oh, das kriegen wir hin. So. Auch hier haben wir einen Pfeil. Ne? Grünen Blechpfeil. Könnt ihr sehen? Ampel, grüne Blechpfeil. Üben wir noch. Also Möglichkeiten in Düsseldorf den grünen Blechpfeil zu üben. Die gibt es ja echt genug. Ne? Genau, ist aus dem Fahrstreifen gekommen, richtig. Beim Linksabbiegen aus dem Fahrstreifen gekommen. Ne? Also hier diese Linie beim Linksabbiegen hat er überfahren. Ne? Das ist nicht gut. Er kommt jetzt auch immer näher, ne? Man sieht das. Ja. Und da ist leider die Prüfung auch rum. Ne? Das muss man verstehen, weil man muss natürlich im Fahrstreifen bleiben. Ne? Das muss man auf jeden Fall. So, pay attention, you can help him. You can help. Die armen Teufel hier. So, jetzt wird's schwierig. Also für die Nicht-Düsseldorfer. So, Essen. The blue sign, Essen, is going left. Two lines are going left. So, und hier, pass auf, pay attention, don't leave your lane on the right. So, follow the line, follow the white stripe, follow the white stripe. Hat er uns jetzt hier mitgenommen, ne? Habt ihr es gesehen? Ja. Da wäre uns fast in die Seite gefahren, weil er hat sich falsch verhalten, ne? Turn right, Essen, Essen, oh. Essen is going right. Ja, so kann es gehen, ne? Habt ihr alle gesehen? Yippie! Hat sich falsch eingeordnet gehabt, ne? Wir haben ihnen aber geholfen. Haben ihn aber trotzdem mit der Hupe drauf aufmerksam gemacht, ne? Wir konnten unseren Fahrstreifen locker noch verlassen. Ja, es ist nicht einfach, ne? Sowas in der Prüfung ist schwierig. Ne? Wenn der Fahrlehrer vor allen Dingen eingreifen muss. Da hat sich doch jemand falsch eingeordnet. Da, wer hat's gesehen? Ah, ich hab's auf Video. Ich werde das dann nachher nochmal analysieren, richtig. Ne? Und dann findet ihr das nächste Video wieder bei TikTok auf meinem Kanal. Schöne Sache. War richtig gut. Ja, so, 50. Wir sind bei 55, 54, 55. So, und jetzt folgen wir. Genau, viele fahren hier durch die durchgezogene Linie. Ne, dürfen natürlich auch nicht. Habt ihr gesehen, ne? An dem, hat das überhaupt jemand mitgekriegt? Am Mörsenbrücher Ei gerade, wo wir links abgebogen sind? Da kam jemand von rechts, ne? Vorsicht mit dem Überholen.
Overtake on the right is not allowed, huh? Pay attention. Ja, der Fahrschüler hat alles richtig gemacht, richtig, ganz genau. Es gibt zwei Fahrstreifen, die nach links gehen, ja? Zwei. Aber daneben war noch einer. Also, daneben war noch einer. Der hatte sich falsch eingeordnet. Der ist dann rübergekommen. Und wir haben dann Platz gemacht. Der Fahrschüler hat alles richtig gemacht. Aber von rechts kam ein schwarzes Fahrzeug, das hatte sich falsch eingeordnet, stand eigentlich zum geradeausfahren. Und wir haben ihm dann Platz gemacht. Er hat uns rübergeschoben, mehr oder weniger. Ja, es kommt ganz darauf an. Also wenn der Fahrlehrer eingreift, ist normalerweise verboten, bei einer komplexen Situation allerdings nicht. So wie jetzt gerade zum Beispiel wäre die Prüfung nicht vorbei, weil es nicht unser Fehler war. Ja. Also hier muss ich ganz klar sagen, wäre die Prüfung nicht vorbei, sondern... Ja, also gut. So, wir wollen jetzt mal die Achterbahnrunde fahren, ne? Achterbahn geht es eigentlich nach rechts, ne? Aber wir lassen die jetzt nochmal ausfahren. Wir nehmen die Ausfahrt Ratingen. Exit Ratingen. Okay. Ne? Auch hier eine ganz wichtige Sache. Macht das Video vielleicht nochmal interessant, weil hier sind schon ganz, ganz viele durchgefallen. Hier haben ganz, ganz viele die Prüfung nicht bestanden. Von allen Fahrschulen, ja, weil sie hier Fehler machen. Und zwar sagt der Prüfer jetzt, wir fahren die Ausfahrt Ratingen. Die Ausfahrt Ratingen. Take the exit Ratingen. So, das ist wirklich. Das ist jetzt wirklich ein Highlight. Das ist nämlich nicht. Ja? So, Ausfahrt Ratingen. So, und hier kommt leider dummerweise ein Schild, wo drauf steht. Ja, was heißt dummerweise? Man muss eigentlich nur lesen können. Ne? Ratingen nach 1000 Meter. Und viele machen jetzt hier schon den Blinker und fahren raus. Ausfahrt Ratingen. Jetzt betont der Prüfer das jetzt auch noch hier an dieser Stelle. Bitte die Ausfahrt Ratingen. We take the exit Ratingen. Und dann wollt ihr hier jetzt raus. Das ist leider falsch. Das ist nämlich dann Hohenstein. Ja. Also, 1000 Meter. Vorsicht, solid line. Durchgezogene Linie. Machen auch viele verkehrt, ne, dass die hier jetzt viel zu früh rüberfahren und jetzt rüber. Und jetzt in die Bremse. Jetzt in die Bremse. Break, 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 break. Yes, sir. Exactly. Ja. Ja, das stimmt. Also das möchte ich gerne auch mal. Ich möchte auch gerne mal Mäuschen spielen, ne, wie andere die Prüfung abnehmen. Das ist schon ganz interessant. Auch ganz wichtig jetzt hier, die Ausfahrt Ratingen. Es kommt, Düsseldorf. Es kommt jetzt eine Ampel. Vor der Ampel stehen vielleicht 10 Autos. Und dann gibt es einen Crash. Wir fahren nach rechts. Achte auf die Ampel. Schaut euch die Ampel an. Da ist noch eine Ampel daneben. Ja? Die hier. Und die kann jetzt grün werden, ne? With the green arrow. No? Maybe. With the green arrow. There's no green arrow. Ah, indicator is necessary. You have to do that, no? Indicator you have. Oh, Lord. Alles gut bei euch? Everything okay? No, there I made my mistake. Mm. This is it. Yep. So, dieses Verkehrszeichen hat mal eine Weile gefehlt und deswegen gab es vom Prüfer immer einen Hinweis, bitte nur 60 fahren. Ne? Englisch, weil mein Schüler Englisch spricht. Ich habe sehr viele englischsprachige Schüler, wir haben uns darauf spezialisiert auf Englisch. Ne? And now, on the next light, we turn left. On the next light, we turn left. Es ist durchaus möglich, sich jetzt hier einzuordnen. Früh genug. Genau. And then on a light, turn left. Ja, macht ja nichts. Turn left and stop. Ne? Yes, exactly.
Gut. So, viele fahren jetzt falsch, ne? Also viele fahren jetzt hier rein, ne? Ja, das dürfen wir aber nicht, ne? Achtet auf das blaue Schild. Wir müssen also um die Insel herumfahren und dann da reinfahren, ne? Aber Achtung, auch hier Gegenverkehr. Die kommen sehr schnell an, ne? Die fahren so ca. 60, 70 km/h. 60, 70 km/h. So, diese Lücke können wir jetzt nehmen. Spiegel Schulterblick nochmal. Wer sich zutraut, fährt los. Wer nicht, bleibt stehen. Also grundsätzlich, wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, also Grummel im Magen, was auch immer, habt ihr jetzt nicht schlecht gegessen oder so, sondern einfach ein schlechtes Bauchgefühl, dann bleibt bitte stehen. Ja, geht bitte kein Risiko ein. Sicherheit geht vor allem anderen. Ne? Safety first. Ne? You're not feeling good in your stomach, then decide for stop. Ja? Der ist schon kurz vor der Prüfung jetzt. Kurz vor der Prüfung. Ein bisschen noch, ja, sind so Haken und Ösen. Ne? Es wäre jetzt dumm, wenn er durchfällt. Wäre keine schöne Sache, wenn er zum Beispiel seinen Fahrstreifen nicht beibehält beim Linksabbiegen. Das werden wir nochmal genau üben. Das Linksabbiegen. Gerade das Linksabbiegen. Und dann machen wir noch die Grundfahraufgaben und dann geht er zur Prüfung. So schnell geht das. Aber er driftet ganz schön ab nach links. Ne? Könnt ihr das sehen? Jupp. So, auch eine Horrorstrecke. Wir sind jetzt hier in Ratingen und wir biegen rechts ab. Bitte rechts abbiegen. Ah, er versteht das auch in Deutsch. Das sind immer so Tests von mir. Wann kann ich mit ihm Deutsch sprechen? Und dieses Schild hier, ne? Das, was da ist, das wird meistens durch die A-Säule verdeckt. Wie ihr gerade gesehen habt, das ist wirklich übel. Ne? Ratingen hat dieses Schild extra tiefer gesetzt. Das war, stand viel, viel höher. Und hier sind auch reihenweise Leute durchgefallen. Reihenweise. Ne? Ja, machen wir nachher mit dem Mehrspurigen. Reihenweise. Das ist eine Strecke, die wirklich jetzt in sich hat. Ne? Ach, es gibt so viel zu erzählen. Ne? Hier mit den 30er-Schildern zum Beispiel. Ne? Die werden an jeder Kreuzung oder Einbindung wiederholt. So, wir machen das jetzt noch einmal. Please turn right. We follow the main road. Also ist das der breite Balken. Der Prüfer sagt hier nichts. Und hier ist es ähnlich. Schaut mal bitte. Was steht da für ein Verkehrszeichen? Könnt ihr das sehen? Yes! Das steht so knapp an der Ecke. Das kann man überhaupt nicht sehen. Ne? Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 30 weiterfahren würdet, weil ihr das Schild nicht gesehen habt. Ne? You drive 30 here. But not 60, please. We are not flying. You scare me. No, no, no. Alles gut. Ne? Er hat hier schon zum Durchstarten. Ne? Gut, we turn right. Er wollte durchstarten. Das wollen wir aber nicht. So, the right. So, pay attention. So, das ist eine üble Ecke hier. Merkt ihr auch, er ist ein bisschen nach links gezogen. Also, Lenkrad muss man natürlich mitbewegen. And we turn right again. 60, you have seen that, no? Yes. Go in. Nein, der zählt nicht. So, neue Straße, neue Regeln, guck was da steht. Was steht da jetzt für ein Verkehrszeichen? What for sign? City, ne? City. 50. Also auf ganz kurzen Wegen verschiedene Geschwindigkeiten, ne? Die kann praktisch immer ums Karree fahren, ne? Ich bin schon mit dem Schüler 10 Mal rumgefahren und immer noch beim 11. Mal Fehler gemacht. Also hier ist nicht jeder gleich, ne? Jupp, deswegen, das macht er ja, ne? Habe ich eben gesagt. Man ist also wirklich dann durch, wenn man 30 fährt und es 50 erlaubt. Du hast das Verkehrszeichen nicht gesehen. Wir können das nochmal machen. Schöne Sache hier in Ratingen. Werden sich viele erinnern, wie turn right. Viele werden sich hier erinnern. Turn right. Und hier steht des Öfteren immer ein Auto. Ne? Also wenn man hier nicht reinschaut, dann sieht man das Schild nicht. Ne? Wird durch die A-Säule verdeckt vielleicht. Ne? Das Schild steht extra tiefer.
Ratingen hat das extra tiefer gestellt. Nochmal für die Neuen hier. In Ratingen sind wir. In einer 30, im 30er Bereich, im Streckenabschnitt. Das ist keine Zone. Vorsicht. Ne? That's not a zone. Ja? Eine Zone ist das hier nicht. Dieses 30er Schild muss nämlich jetzt hier an jeder Kreuzung oder Einbindung wiederholt werden. So, das ist die Kreuzung oder Einbindung. Und dann wird das Schild auch schon wiederholt. Das heißt, Sie dürfen nur 30 fahren. Ne? Wir follow the main road. So. Ja, wenig Verkehr ist relativ. Ne? Und wenn du jetzt nicht nach rechts schaust, ne, an die Ecke, und siehst dieses Schild nicht, und fährst jetzt weiter 30, dann ist die Prüfung rum. Ja. Dann fragt der Prüfer vielleicht noch, wie schnell dürfen Sie denn hier fahren? Ja, und dann sagst du 30. Stimmt aber nicht. Ich benutze das Handy doch nicht. Und außerdem darf der Fahrlehrer das. Guck mal in die Rechtsprechung rein. Daniel G., was machst du denn hier, wenn du das nicht weißt? So, wir wollen links abbiegen und dann left. Bevor du doch so eine Scheiße schreibst, ne? Guck doch mal bitte ins Gesetz. Ja? Oder willst du hier rumstänkern? Naja, gibt immer welche, die stänkern wollen, ne? So, guck links, guck rechts. Immer wenn man was schreibt, vorher mal Gehirn einschalten, ne? So. Tja, müsst ihr mal eure Fahrlehrer fragen, meine Schüler machen das nicht. Ah nein, das gibt's doch gar nicht immer. Unfassbar. So. Autobahn. So, hier hat mal jemand gesagt, beziehungsweise ist viel schneller gefahren. Schaut mal bitte die Verkehrszeichen auf der rechten Seite. Ach, die hat man jetzt abgedeckt. Nee, vielleicht kann man sehen, die gelben da. Könnt ihr das sehen? Das waren Militärschilder, da steht 100. So, wir nehmen die erste Ausfahrt raus. First, we take the first one. The first one, ja. So, everything is free. Now I can go. And the first one we get out. Yes. Fahrlehrer on TikTok. So, get a little bit faster. And now we turn left. Turn left. Make it a little bit earlier. Make it a little bit earlier. Hier kommt die solid line. Ja, leider jetzt auch hier Prüfung leider rum. Ne? Warum ist die Prüfung jetzt rum? Kann das jemand sagen? Die Fahrschule ist in Düsseldorf. Müsste eigentlich hier noch eine Frage stehen. Fahrschule Ludwig in Düsseldorf. So, wir dürfen bei Bedarf den Radweg mit benutzen. Bedarf ist auch da, weil jetzt hier eine Kurve ist und eine Engstelle. Hier kann, genau, durchgezogene Linie, das war der Grund, durchgezogene Linie. Also er hätte sich viel, viel früher nach links einordnen müssen. Ne? Und das sind eben halt die Punkte, die man noch nachschleifen muss, die mich oder die mir sagen lassen, ganz einfach, da ist noch nicht prüfungsreif. Ne? Aber das will doch gar keiner wissen. Zitate Spruch 25. Das will doch niemand wissen. Das interessiert doch niemanden. So, wir wollen jetzt nach links abbiegen. We turn left. Auch nochmal hier eine Überprüfung vom Prüfer, ob ihr die Verkehrszeichen richtig sehen könnt. Und dann mal schnell schreiben, was man machen darf. So, turn left. Okay. Na, der hat sich ein bisschen doof dahingestellt, ne? So, was dürfen wir?
Oder was dürfen wir nicht? Weil Grundsatz gilt ja immer geradeaus, ne? Wir dürfen nicht geradeaus fahren, also biegen wir rechts ab. Sehr gut. Und ihr merkt ja selber, er fährt hier selber, ne? Also fährt schon selbstständig, aber wie gesagt, einige Sachen, die sind noch nicht so ganz okay. Da müssen wir noch ein bisschen nachschleifen. Aber bis jetzt macht er top, ne? Macht er wirklich gut. So. Ja, links ist auch möglich. Ne? Er kann ja fragen. Aber rechts ist einfacher. Warum willst du es dir denn so kompliziert machen? Der Mensch macht es sich sowieso immer kompliziert. Ne? Beispiel. Der Prüfer sagt, such dir eine Parklücke. Such dir eine Parklücke, wir wollen parken. Nö, du nimmst nicht die da, die große. Du nimmst die kleine. Die kleinste, die da ist, die nimmst du. Sag mal, das ist immer so. Ja? Man sagt immer, also ihr kriegt ja alle Möglichkeiten, ne? Aber ihr nehmt dann immer die engste Stelle, ne? Diskretion sage ich nicht, wie viele Stunden. Man fährt so lange, bis das klappt. Und meine Fahrschüler wissen das. Wir arbeiten ja auch, ihr seht das ja auch, ne? Wir arbeiten. Also wir fahren nicht geradeaus, sondern wir arbeiten hier von Minute zu Minute. Ich prüfe so ein paar Sachen ab, ob er schon Deutsch versteht sozusagen. So, hier, ganz gewichtig. Ja, er hat es gemacht, rechts vor links. Super, das hat er alleine gemacht. Das ist eine ganz eklige rechts vor links Straße. Gut. So, Fahrradfahrer im Gegenverkehr. Links. Turn left, links, links abbiegen. So, auch nochmal links, rechts gucken. Ja, der kommt ziemlich schnell an, ne? Klapp, klapp, klapp. Ah, ne, der hat einen Blinker an, ne? Er hat einen Blinker an, ja. Aber, je nach Geschwindigkeit, wenn ihr das also nicht sehen könnt, solltet ihr euch bitte nicht auf den Blinker verlassen, ne? Ja, da darf man doch gar nicht parken. Ja, sag ihm das. Sag ihm das. Na, du kannst ihm es mir gerne sagen, dass man da nicht parken darf. Auch eine Schwierigkeit. Hier wird der Prüfer sehr hellhörig, weil sehr eng. Du fährst jetzt auf dem Radweg. Radweg absichern. Absichern rechts. Und gucken. So. Und wenn jemand hier die Absicht zeigt, rübergehen zu wollen, musst du stehen bleiben. Auch nochmal absichern. Wenn jemand die Absicht zeigt, darüber gehen zu wollen, musst du stehen. So, der fährt die Fahne raus. You want to go straight ahead. Straight ahead. Look. And look. Oh, very good. And go faster. Good. Nee, heute nicht. Unsere Fahrschule ist in Düsseldorf. Düsseldorf. Ist die Frage nicht mehr präsent hier? Wenn nicht, dann kann da einer mal die Frage da reinstellen. Ne? Dann poppt der hier auf als Frage. Ne? Fahrschule Michael Ludwig in Düsseldorf. Da hat jemand die Frage gestellt. Ja, wir machen jetzt gleich ein ganz anderes Abbiegen. Aber komm hier, du fährst 40, 40 is to less, 50, you can do that, ne? You're not a beginner. Ja? You're a specialist. No, not specialist. 50 is good. 50 you can drive. So, hier kommen wir an eine Ampel, wo auch schon ganz viele durchgefallen sind. We want to turn left. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's mega interessant. Zwei Ampeln. Eine Pfeilampel und die wird. Rot, ey, das knallt. Oh, wow, wow, wow. Der hatte gedacht, wir fahren noch durch. Also wenn die auf die Bremse geht, dann kann ich nichts machen. Ne? Der wäre uns beinahe reingeknallt. Aber es war ja auch rot. Ne? Ja, so kann es gehen. Ne? The car behind us, ne? Ja. It's going on a break. Habt ihr das gesehen? Ja, locker bleiben, cool bleiben. So, jetzt ist es wichtig,
Jetzt ist wichtig, auf welche Ampel wir gucken. Nicht auf die rechte, nur auf die linke bitte. Ja? The left lamp. No? Nein, wir sind in Düsseldorf. Verletzungswarnung. Oh! Deine Handlung konnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen und sich negativ auf deine Gesundheit auswirken. Was ist das denn? So, wir haben jetzt hier einen Grünpfeil und wir können fahren. So, also das Fahrzeug, was uns jetzt eben vorhin so fast touchiert hat, ja, das hat sogar TikTok, da ist sogar TikTok angesprungen, ja, und hat gesagt, ey, das ist super gefährlich, was du da machst. Deswegen habe ich jetzt hier eine Warnung gekriegt, eine Warnung von TikTok ist aufgeploppt. Das ist ja schon echt heftig. Also, das mal zum Thema KI, ne? Künstliche Intelligenz, das ist mal schön. Die war gar nicht so falsch, die Warnung. Warum? War was verkehrt? Und nach links. Dann läuft. Das ist jetzt ein zweistreifiges Abbiegen. Wollte ja jetzt noch mal jemand sehen, ne? Und guck mal hier. Ah, biegt ab, das ist gut. Der da war's, ne? Genau, der hat Schuld. Der Gelbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so kann es gehen, ne? So kann man schnell Unfälle bauen, ne? Mhm. Nein, man darf nicht live hinterprüfen. Ja, bei Fahrschulwagen halte ich immer besonders Abstand. Das ist richtig, ne? Man sollte immer Abstand halten, ne? So, hier gibt es einen Hinweis, ne? Könnt ihr das auch sehen? Die Aktionen in diesem Live-Video können zu schweren Verletzungen führen oder sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Was ist das? Das ist schon echt heftig, ne? So, zwei Streifen. So, und ihr könnt hier sehen, einen kleinen Streifen. Da. Da ist der Streifen. An den müsst ihr euch orientieren. Habt ihr vielleicht gesehen. Genau. Gut. Super. That's right. So, now we turn right to the next lamp. So, die nächste Ampel. Was ist denn das für eine Ampel? Forget that then. Wegen dem Unfall fast. Ja, genau. Aber da könnt ihr mal sehen, wie TikTok da schnell eingreift, ne? Ich möchte nicht wissen, was die da für eine Maschinerie hinter haben. So, pass auf. Was ist das für ein Pfeil? Das ist ein grüner Blechpfeil. Wie geht das? Grüner Blechpfeil. How it goes. Yes, one, and go. Two, three. Ja, okay. Also er hat es nochmal durchgespielt, finde ich auch richtig so. Ja? Er weiß, wie es geht. Gut, grüner Blechpfeil. Klasse. Das ist Automatik. Ja, grüner Blechpfeil, das war's gut. Ja? Grüner Blechpfeil. Oh, guck mal, ein Auto auf der Straße. Wo läuft der denn hin? Okay, Distance, Distance. You don't know the human, ne? Sometimes, some are crazy, ja? Yeah? Der grüne Blechpfeil ist wie ein Stoppschild. Grüner Blechpfeil gleich Stoppschild. Bei Rot darfst du fahren. Es gibt ja zwei Pfeile, einmal den grünen Blechpfeil und einmal den Leuchtpfeil, den Ampelleuchtpfeil. Das war aber ein grüner Blechpfeil. Den gibt es ja schon über 20 Jahre in Deutschland. Und bei diesem grünen Blechpfeil musst du bei Rot einmal stehen bleiben. Dann zählst du 21, 22, also 2 Sekunden reichen, also Full Stop. Und dann kannst du bei Rot abbiegen, aber nur aus dem rechten Fahrstreifen. Wenn du mal in meinen TikTok-Kanal guckst, so 3 Videos zurück, da ist auch ein schönes Filmchen, wo die Polizei auch jemanden catcht gerade. So, jetzt hat er hier sich wunderbar eingestellt, die Türe aufgelassen. Prima. Macht man natürlich auch. Gerade in der Kurve. So, pay attention, ne? Take care of the others. Maybe fast cars are coming. Okay. Der andere grüne Blechpfeil ist ein Leuchtpfeil. Der andere grüne, also wie die Ampel, ne, leuchtgrün.
Fahrradfahrer, schneller. Aufpassen, pay attention. Okay, it's safe. It's safe. Ja, natürlich, das ist ein Rotlichtverstoß. Also, wenn nicht, ne? Also fällt man durch, wenn man bei Rot nicht stehen bleibt, sondern direkt abbiegt, weil Pfeil heißt Pfeil, nein. Bei diesem grünen Blechpfeil ist es so, dann musst du einmal stehen bleiben bei Rot. Ne? Bei Grün darfst du natürlich fahren. Ja, dieses Pfeil, geil oder Pfeil ist geil, das war mal ein Spruch aus den 70ern. Ne? Damals gab es diesen Fall ja noch gar nicht. So, wir sind in Rad, sind auf dem Weg wieder zurück. Wir driven a little bit longer today. Ja? Is a gift for me to you? Is a Christmas gift? Okay, thank you. Ja, hier fahren wir ein bisschen länger. Macht ja so viel Spaß. Mein Gott, meine Community macht so viel Spaß hier mit euch, das hier zu lernen und zu schauen. Vielen Dank an euch. Hast du auch gerade aus dem Fenster raus gesehen? Hast du uns gesehen? Ja. Aha. Also wir arbeiten hier schon schwer an eurem Führerschein, damit wir das auch schaffen, ne? Wir wollen das ja alle zusammen schaffen, ganz klar. Und ich muss immer auf die Uhr gucken, weil ich vergesse immer die Zeit. Natürlich nicht, wann wir anfangen. Anfangen tun wir immer pünktlich. Haben wir ja heute Morgen auch. Und wir turn right. Rechts abbiegen an der Ampel, bitte. An der Ampel rechts abbiegen. Und stopp. Ja, gut. Danke. Vielen Dank. Hier. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Keine Ahnung, was das hier heißt. Jupp. So, da wird jetzt grün. Auf geht's. Nicht über das Dreieck fahren. Don't touch the white stripes on the ground. Don't pay attention for the pedestrians. Yes. Exactly. Lernen. Hier kann man noch was lernen. Hier kannst du wirklich noch was lernen, ne? Oh, Monika läuft. Zu Klaus und Wright, ne? Distance, ja. Distance is good, Speed is also good. Das hier ist eine schöne Ecke bei Rot hier halten. Habt ihr vielleicht gerade gesehen, da sind wir gerade vorbeigefahren. Gibt es eine schöne Story. Wir standen da vor dem Schild, ihr habt ja gerade den großen roten Klecks gesehen. Und da ist ein Schüler stehen geblieben. Es wurde grün, ist stehen geblieben, stand an dem Schild, es war rot, also rot auf dem Schild. Ne? Naja, und er wollte nicht losfahren. Und bei grün habe ich ihn, beim zweiten Grün habe ich ihn dann angesprochen, willst du nicht mal losfahren? Wieso? Auf dem Schild ist doch noch grün, ist doch noch rot. Geht ja nicht, ne? Nee, er parkt heute nicht. Heute parkt er nicht. Heute wird nicht geparkt. Da fahren wir auf das Arbeitsgebäude wieder zu. Park. Aha.
Nein, unsere Fahrschule ist ja nicht am TÜV. Unsere Fahrschule ist in deren Dorf, ein bisschen weiter weg. Also kannst du zwar hinlaufen, also 2 Kilometer vom TÜV weg. Da ist das schöne A-Gebäude. Steht jetzt schön in der Sonne. Ja, hier kommt so leicht die Sonne raus, ne? Ja, dann wenn du vom TÜV losfährst, dann bist du bei der Mai-Fahrschule, ne? Kann sein. Weil die hat natürlich ihre Fahrschule direkt da, ne? So. Oh, die City-Fahrschule geht auch, ne? City ist ja hier in der Nähe. Und rechts, also rechte Seite. Und geradeaus weiter von hier aus, ne? Ja, oder City-Fahrschule ist auch gut. Ja, klar. Kann man machen. Weil die treffen sich dann auch am TÜV, ne? Genau. Ja, wir haben in Derndorf unsere Fahrschule. Das ist immer ein schönes Bild. Hier sitzen die ganzen Vögel immer auf der Stange. Okay. Ja, viele, viele Ereignisse heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch allen, wirklich allen, einen guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich denke mal, ich mache noch ein paar Tests online, aber das wird es jetzt öfters geben, dass ich online gehe. Ich hoffe, es hilft euch ein wenig. Ja, und alles, alles Gute von euch. Und Daumen hoch, kommt gut durch, bleibt gesund, ja, alles, alles Gute. Bis dann, ciao. Danke. Oh, ich glaube, ich muss noch drin bleiben. Ich krieg das hier nicht weg. Bremenstraße. Jo. So, ich wünsche euch, wie gesagt, alles, alles Gute. Kommt gut durch. Ne? HSD Düsseldorf, Hochschule Düsseldorf. Ne? Neubaugebiet. Boah, guck mal, der Himmel, der sieht immer krasser aus. Ne? So, alles, alles Gute. Kommt gut durch. Kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch alles, alles Herzliche. Böllerverbot. Auch für Tschüssi, genau. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank. Danke euch für euren Support. Danke, liebe Community.